Der Cheddar hat mir jetzt gerade jeglichen, ja, jeglichen. Der zieht alles zusammen. Ja. Boah. Vielleicht wolltest du mal ganz kurz da noch. Achso, da sind wir gerade vorbeigedürsten. Ja. Dürsten, ne? Ja. Ja, auf der Autobahn mal. Ein PC oder so. Vorbeigedürstet. Parkplätzchen. Ja. Hallo Leute, wir sind wieder da. Wir hatten nur sehr wenig Netz. Wir hatten überhaupt kein Netz. Ah, First Dürsten. First Dürsten. Wohin fahren wir jetzt? Hat? Steve? Richtung Frankity. First and Dursten. Und wir werden während der Fahrt für Dursten. Sorry. Oh. Sorry, Leute. Oh, machst du uns was zu essen, Tiggi? Heute. Tiggi macht uns was zu essen. Wenn wir das nächste Mal offline sind. Geil. Was gibt's? Was machst du sonst? Ich hätte ja mal Bock auf so eine Quiche mal wieder. Oh, was wäre denn noch richtig dumm? Oh, der nice Truck. Alter! Eine Quiche. Ihr habt Essen, das ist suspekt. Ja, ich habe Brötchen geschmiert daheim. Ich habe meinen kompletten Kühlschrankinhalt gepresst und dann einfach zwischen zwei Brotscheiben gelegt. Habe ich auch gemacht, ich habe nichts mitgenommen. Ja. Ich habe Licht im Kühlschrank. Auch wenn er zu ist? Weißt du das sicher? Woher weißt du das? Ich hab schon mal eine Kamera reingelegt. Gestreamt aus dem Kühlschrank. Und dann zack, Funkloch kannst du auch wieder nicht messen, ne? Nee, GoPro, easy. GoPro, ja. Vielleicht ein WLAN. Okay. Ah, gut. Nur 5 Sekunden Delay. Ist auch ein Stream? Ja. Also. Brauchst du das nicht so hier? Ach, Tiki. Alles rot. Alles rot. Wir sind gerade eben an einer Brücke vorbeigefahren. Alter. Und so, wir sagen so zum Spaß, ja, die ist bestimmt eingestürzt, weil da war eine Baustelle. Und die war, also da hat ein Stück gefehlt. Ja. Oder war die wirklich am Boden gelegen, ey? Komplett? Komplett. Es war einfach, als wäre. Komplett. So krass. Und dann mussten wir über das andere Stück von der Brücke drüber fahren, das noch stand. Mhm. Und das war ein sehr komisches Gefühl. Und ich vertraue den. Wir haben es überlebt. Paddy! Paddy! Kannst du nicht sicher sein. Paddy! Moin! Frank Fürsten Dursten. Frank die Fürsten Dursten. Die Dursten Dursten, die Dursten. Ja, 238 Kilometer noch. Boah. Aus. Hatten wir nicht gerade eben erst das vor 200 Kilometern schon? Ja. Dann haben wir ein geheimes Haus angeschaut. Ja. Stimmt. Wie spät ist denn jetzt überhaupt? 100 Uhr. 100? Halb 4 oder so. Halb 4 genau, schon? Halb 4, 3.32 Uhr. Ja, Alter, da kommen wir erst um 7 an. Ja. Nee, man hat gesagt 18 Uhr. Frank D. The Dursten Wursten. Okay. Oh, Eichenwälder. Also, ich glaube, wir holen die Controller morgen ab. Oh fuck, ich hab denen geschrieben, dass wir sie heute abholen und dass ich Bescheid sage, wenn wir sie später abholen. Soll ich Bescheid sagen? Das wäre cool, wenn du ein Handy mal rausholen könntest. Ich hol's mal raus. Und dann einfach mal schauen. Eine E-Mail vom Argo, glaube ich. Hey, vom Argo? Ja. Also die hat nicht der Argo geschrieben, aber Argo war im CC auf jeden Fall. 1, 0. Nee. Weißt du es? Ja. Nee, 7, nein. Ja, schon gern. Shit-Handidis. Weibersbrunn. Scheibersbrunn. Weibersbrunn. Weibersbrunn. Das ist der Ort. Weibersbrunn. Ja. Also geil. Leute, hey, jemand wer spammt denn hier so viele Mods? Ja, Betty. So. Klar. Weibersbrunn, das ist da, wo früher wahrscheinlich Hexen in den Brunnen getaucht wurden, um zu schauen, ob sie wirklich Hexen sind. Vielleicht. Hieß es da nicht Hexenbrunn? Ach so, ja, stimmt. So. Nur so eine von. Inbox. Wie search ich denn hier? Oben rechts. Oben rechts. Auf Edit. Nee. Shitbird, ey. Ah. Ey, sorry, dieses Betriebssystem ist so. Das ist eine Google-App. Nee, ich bin auf der Mail. Nee, Gmail auf der zweiten Seite. Ach so, Gmail auf der zweiten Seite. Gmail. Ich heiße Emil und benutze Gmail. Nee, Andi. Nee. Echt nicht. Da war es nicht. Irgendwann ist Google. Wie geht's denn im Chat? Paddy, wann bist denn du auf der Gamescom?
Dein Gesicht kriege ich sogar. Deine Fresse merke ich mir. Oder Gesicht hin. Gesicht hin. Gesicht hin. Gotcha will do hast du als letztes geschrieben. Jetzt mache ich mal Reply All. Genau, Gotcha will do. Okay, dann schreibe ich. Schau mal, was ich geschrieben habe. Great, please also email from our agency who we will bla bla bla. Genau, den musst du hinzufügen. Den muss ich noch hinzufügen. Genau. Und dann schau mal, was ich geschrieben habe, wann ich da bin. Oh, dieses Betriebssystem. Warte mal, Ed. Warte mal. Okay, ich bin okay. Hart überfordert. Freddy ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag da und kommt uns sowas von nerven. Neues. Andi, ja. Wir sind vor Leute schon gestorben, bei mir das Lesen. Nee, ich lese nicht, ich probiere eine fucking E-Mail zu kopieren, weil die hat jetzt nur als Link eingepackt. Aber sehr schön hier, ich muss das mal kurz zeigen. Das ist echt schön hier, ja. Hier so, schön Wälder, da unten war ein Tal, das sieht man leider nicht mehr. Hier sieht man rote Steine. Steve, ja. Wie kopiere ich denn eine fucking E-Mail? Ja, ne, achso, ja drauf und dann kopieren. Und wenn ich länger drauf bleibe, dann passiert nichts halt. Er zeigt mir die E-Mail-Adresse nochmal. Okay, ich merke es mir. Mag jemand einen anderen Text? Ja, das Problem ist, in dem Text ist es keine E-Mail-Adresse, sondern der hat Hyperlink reingeballert. Hyper. Das ist schon schön hier. How much is the fish? Das ist ein Schwimmbad. Ein Schwimmbad? Oh, stimmt. Wirklich. So, mal wieder Kamera auf unsere Fressen. Der ist ja schon mit drin jetzt. Arbeit umsonst. Alle. Der ist ja schon mit drin. Okay, was schreibe ich jetzt? Hey. Klingt schon mal gut. Kaupenbrücke. Länge 498 Meter, Höhe 56 Meter. Was haben wir da überhaupt drauf? Was? Gerade so. We ran to a big traffic jam. Oh ja, schon wieder. Ja. So Leute. Stau. Yo, da ist er. Stau. Hallo. Nice, da ist er. Guck mal. Schau mal, Leute. Schöner Stau hier am Start. Ein bisschen viele Autos. Mal gucken. Bisschen Musik aufdrehen. Oh, Eisdealer ist da. Eisdealer. Sind wir jetzt gerade den Stau umfahren, um in den nächsten Stau reinzukommen? Ja, aber den kann man ungefähr nicht umfahren. Den kann man ungefähr nicht. Alles mögliche angeschaut an der Route. Also man hätte 3 Stunden mehr gebraucht. Steve, so. Rettungsgasse. Sage ich nur immer wieder, fahr ein bisschen weiter rechts. Eigentlich muss nämlich die Rettungsgasse das zwischen... Das sind die Daumen- und 2 Fingerriegel, weißt du? Die in der linken Spur fahren links und die anderen 2 fahren so rechts. Sehr recht. So, we ran into a big traffic jam today and will not be able to pick up the controllers today. Until tomorrow, würde ich sagen. Won't be able to pick perfekte Zeit für Chris, ja, das stimmt. Gibt's gleich. Auf geht's. Nach der E-Mail. Hope that's okay. See you tomorrow. Ja. Cheers. Perfekt. Danke dir. Easy. Ey, du hast ein amerikanisches Layout, das finde ich schlimm. Das kannst du umstellen. Ja, ich weiß. Das habe ich nur, wenn ich Englisch schreibe. Ich habe meine Brille nicht auf. Ich kann nicht gut lesen. Auf den Fernsehen? Und die Brille macht es besser, klar. Ja. Man munkelt. Munkelt. Okay, seid ihr bereit für Fragen? Oh yes! Machen wir eine nächste Frage. Ich würde gerne kurz zwischen deine Beine greifen. Soll ich kurz mal rausjumpen und Wasser holen? Nee, das lohnt sich nicht. Okay. Das ist hier Stop and Go. Ja. Auf welchem Platz in Venedig liegt der Campanile? Markusplatz. Richtig. Alter, was? 1-0 Andi. Das ist der einzige Platz, den ich kenne, Venedig. Wie nennt man die Praxis des Beschwörens und Austreibens von Dämonen und Geistern, die nach wie vor Bestandteil des Katholizismus ist? Richtig, Steve, 1-1.
wie heißt die in den 1880er Jahren gegründete Künstlerkolonie nahe Bremen, der unter anderem die Malerin Paula Modersohn Becker verbunden war? Das ist die weiße Rose, das weiße Pferd. Scheiße, weiße Schimmel. Irgendwas oh, weiß ja, und Tier. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja. Chat, wisst ihr es? Außer Andi war schon richtig. Nö. Blaue Pferd. Ja. Nee, das war der Friedrich. Wie heißt der? Ja. Ihr seid völlig falsch. Ja, okay. Worpswede. Wow, was? Das war ja nicht mal im Ansatz in der überhaupt Richtung. Nicht. Woraus deutet ein Chiromant das Schicksal einer Person? Ein Chiromant? Chiromant. Aus den Linien auf der Hand. Aus den... Lass ich gelten. Was? 2-1 tief aus der Hand. Ach, scheiße. Wie heißt der Unisex-Duft für Frauen und Männer, den das Modelabel Calvin Klein 1994 auf den Markt brachte? Kölnisch Wasser 911. Nee, Calvin Klein. Calvin Klein. For them. Aber da was zum Essen? Mittermeier hat da sogar Witze drüber gemacht. Über die Calvin Klein Werbung. Ja, Mann. Es war so eine ganz krasse Calvin Klein Werbung. Ja! Aber das ist es nicht. Nein? CK1. Ah, CK1 war es. Genau, ja, doch. Das meinte ich ja überhaupt nicht. Ja. So. Hier müssen wir auf den Chat achten, bitte. Der weiße Pixel, sagt Paddy. Ja, ja. Weiße Weste. Weißer wie Mega Bears. Der Ben ist da. Alles gut bei euch. Ben. Krasse hey, Ben. Netzquali. Moin Ben! Was meinst du mit krasse Netzquali? Ist gut oder ist eher nicht so? Ist schon geil, oder? Schick geil. Okay, nächste Frage, seid ihr bereit? Ja. Essen und Trinken? Ja. Wie heißen Nudeln, die wie kleine Schmetterlinge geformt sind? Farfalle! Oh, fuck ja. 2-2. Bam, Alter. Aus. So, Film. Welcher legendäre Hollywood-Schauspieler verstarb am 30. September 1955 bei einem Autounfall? Leute, das weiß man. 1955? Ja. Das Scarface-Darsteller. Donny DeVito. Nein, falsch. Donny DeVito. Also, ein sehr berühmter Schauspieler, der auch sehr berühmt dafür war, schnelle Autos zu fahren. 1955? Ja. Also, war das nicht der Need for Speed-Typ, der Fast and Furious gespielt also ein, hat? Ja, doch. Echt bekannter Paul Walker, ja. Ja, genau, Paul Walker ist safe 1955 gestorben. Ja, der hatte doch eine Zeitmaschine. Ja, hat auch ein Zurück in die Zukunft mitgespielt. Genau, deswegen. War auch ein schnelles Auto. Also nochmal, welches? Ah, Ben meint wirklich, voll gute Qualität. 1955, ja. Verstorbener Schauspieler mit einem Baum... Bei einem Autounfall. Mit einem Baum um ein Auto gewickelt. Das weiß ich nicht. Okay. Also, keine Ahnung. James Dean. Ich wollte James Dean sagen, aber fuck. Ah. Einfach sagen, du Daddy. Immer noch 2-2. Wie heißt die Hauptstadt von Weißrussland? Fuck. Ich wusste das alles mal. Musste man sogar mal lernen, ne? Ja, schon. Fuck, ich konnte mal alle Hauptstädte. Fuck. Weißrussland. Ja. Wer Hauptstadt von Weißrussland, Leute? Ohne googeln, schnell. Minsk. Richtig. Wirklich? Ach was? Ja. Bund-Russland. 13-2 fürs Bund-Russland. Ja, ich hätte mir den Arsch gebissen, wenn ich schon wieder nichts gesagt hätte. Welches Land war 1984 bis 1915 die Kolonie Deutsch-Südwestafrika? Welches Land? Ja. Also, Senegal. Nee? Nee. Was? Deutsch-Südwestafrika? Ja. Eine der wenigen deutschen Kolonien. Ja. Und das ist jetzt ein Land? Nein. Das war davor auch ein Land. Mit N? Ja. Nö. Südwestafrika. Nö. 3, 2, na komm. 1. Nee, na. Wie war's? Namibia. Namibia, die Wüste von Namibia. Alter. Okay, immer noch 13-2. Nigeria, nein, eben nicht. Wie heißt die Justizvollzugsanstalt, in der führende Mitglieder der Roten Armee-Fraktion in den 1970er Jahren Selbstmord begingen? Oh fuck, das weiß man. Wenn man den Bader-Meinhof-Komplex angeschaut hat, dann weiß man's. Das war im Osten. Osten. Glaube ich. Wir hatten ja nicht. Wie hieß die Vollzugsanstalt, wo die Bader-Meinhof-Typen die RAF Selbstmord begangen haben? Die haben sich erschossen oder erhängt, ne? Ich weiß nicht, ne. Hast du, Steve? Ne. Stuttgart-Stammheim. Stuttgart? Habe ich gesagt, im Osten. Ja. Welcher Schriftsteller im Osten von Frankreich? Ja, genau. Welcher Schriftsteller schrieb 1898
unter der Überschrift Jacques, ein offener Brief an den französischen Präsidenten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jacques, ja. Ja. Ich zeige dich an. Ich beschuldige dich. Immanuel Kant. Viel spät. Nee, keine Ahnung. Emile Zola. Ah. Oder so. Wie heißt die Kabarettsendung aus Berlin, die die ARD seit 1980 ausstrahlt? Eisdiele bekommt einen Punkt, was? Wofür? Stammheim, Alter, Eisdiele, nicht schlecht. Geil. Hey. Alter, nice. Krass. Hab ich mal aufgepasst. Nee, voll. Sollen wir rausfahren, oder? Nee. Also nochmal? Wie heißt die Kabarett-Sendung aus Berlin, die die ARD seit 1980 ausstrahlt? Heute schon. Nee. Falsch. Mist. Die ARD. Das ist das mit den Bayern, oder? Ich weiß nicht. Scheibenwischer. Scheibenwischer. Klar, kennt man ja. Oh, das. Scheibenwischer, Eisdealer schon wieder. Alter! Eisdealer, das nächste Mal hockst du aber hier, ja, mit dabei, hey. Krasser Typ. Geil, also 3 Steve, Andi 2, ja, Eisdealer 2. Nicht schlecht. Das wisst ihr, eine schnelle Runde. Okay. Schnell antworten. Welche Sängerin leistete sich 2005 ein Fauxpas, als sie bei der Eröffnung der Allianz Arena die deutsche Nationalhymne sang? Sarah Connor. Richtig. Ach, fuck, stimmt. Ich habe aufgeholt. 3-3-2. Welche Wolkenform ist nach dem lateinischen Wort für Anhäufung benannt? Cirrus. Ein Cumulus. Richtig. Fuck! 4-3-2. 4-3-2. Welche Farbe ist die unterste in einem Regenbogen? Violett. Ja. Also hier steht lila, aber lass ich gerne. Ja, komm. Ja. Nice! 4-4-2. Aber Eisdealer hat ein sehr großes Handicap. Ja. Ja. Aber ich meine, wenn quasi das Handicap. Okay, weiter geht's. Unter welchem Ministerpräsidenten erzielte die CSU mit 62,1% ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Bayern? Was? 62? Wie viel? 62,1%. Unter welchem Ministerpräsidenten? Ja. Welches Jahr? Das steht nicht da. Das wüsstest du ja, wenn du alle Ministerpräsidenten weißt. Ja, das wäre schon schlimm genug. Dann nehmen wir doch mal den Stoiber. Nee. Alfons Goppel. Der Goppel. 1974. 74? Ja. In welcher Radsportdisziplin fahren die Teilnehmer einem Motorrad hinterher? Nochmal? In welcher Radsportdisziplin fahren die Teilnehmer einem Motorrad hinterher? Im Ring. Im Radring. Wie heißt denn es? Im Team Radring. Rundkurs. Team-Rundkurs. Und die richtige Antwort, Steve? Beim Steherrennen. Welcher lateinische Ausdruck bezeichnet einen Menschen, der in der Lage ist, sich Werkzeuge anzueignen? Nochmal? Welcher lateinische Ausdruck bezeichnet einen Menschen, der in der Lage ist, sich Werkzeuge anzueignen? Homo sapiens? Sapiens? Das ist der denkende Mensch. Also es fängt mit Homo an. Ja. Erectus ist der stehende? Ist der stehende Mensch. Weißt du mal. Ja. Werkzeugitus. Er führt doch keine Worte. Neandertales ist, hat nichts damit zu tun. Wir fahren noch 3 Stunden, schätze ich mal, wenn es so weitergeht. Ja. Boah. Nee. Ernsthaft. Jetzt ist er aus. Da ist vorbei. Da ist vorbei. Da ist vorbei. Aus dem Haus. Tschüss, Leute. Tschüss. Bleiben wir halt stehen. Ich gebe einen Tipp. Ja. Es gibt ein Kastell, das hat den Vorbegriff Homo. Faber. Ja. Fuck. Du bist nicht schlecht, Steve. Ja, dann. Also mit Tipp, aber. Ja, 10 Punkte gleiche Chance. 5, 4 und 2. Außer ich habe alles verpasst. Was ging hier noch so? Eisdealer auch. Homo Faber kam da schon, schau mal. Achso, kam schon. Alter, aber schon lang. Von Zocklabs! Hey!
Patrick, krasser Typ, ey. Moin, moin. Jetzt machen wir den Chat zu einem, oder? Ja, schon. Ja, ja, dann ihr seid ein Koop-Team, Leute. Ja, Koop-Team. Alle geile Maschine. Voll. Mach mal, zeig mal. Zeig schon mal. Zeig schon mal. Schaut's euch an. Was ist denn eine geile Maschine? Hört mal bis hierher, ey. Wie heißt ein Motorrad mit hohem Lenkrad und sehr langer Vorderradgabel? Nochmal bitte was? Wie heißt ein Motorrad mit hohem Lenkrad und sehr langer Vorderradgabel? Chopper. Chopper, ja. Richtig. Sind wir bei 5, 3. So. Und jetzt? Ja, du musst auf den Chat noch ein bisschen. Ganz schnelle Runde. Auf der Gamescom keine Gesichtskontrolle gibt. Was? Ey. Silent, ey. Da wärst du ja draußen, ne? Würdest du dann mal nach Köln reinkommen, ey. Moin. 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 So, letzte Frage. Alles gut für euch. Welches Wort lateinischen Ursprungs bedeutet Geldentwertung? Inflation. Fuck, Inflation. Fuck. Was? Inflation. Ja. Inflation, ja. Alter, damit habe ich den Tagessieg, entschieden. Oder? Entschieden. Nee, den Rundensieg. Den Rundensieg. Mist. Drum habe ich Aussteller, schleich mich vorbei. So. Werd Aussteller. Ja, Silent, wann kommst du nach Köln an? Wann kommst du nach Köln an? Ja, komm. Also das Quiz hast du gewonnen, aber schlau bist du nicht. Nee, schlau bin ich nicht. Ei. Mann, wie lange ist denn dieser Stau noch? Soll ich mal schauen? Ich möchte nicht mehr. Ich schau mal. Bitte. Ich schau mal. Er fliegt morgen um 13 Uhr. Schau mal, ja, Alter. Chillt sich da hinten einen ab. Ja. Wer wo? Der hier, in dem Wohnwagen. Ach. Vor uns. Erstmal schön die Frisur wieder richten. Ja. Schon. Ich schau gerade den Stream. Oder? Ich glaub, denkt sich nicht. Ja. Jetzt kommt die Zeitverzögerung. Moment. Ja? Jetzt lacht sie. Das ist super ausgecreept. Der Stau läuft gegen unendlich. Searching for GPS. Also, ja. Gegen unendlich? Ich hätte hier einen Knopf, auf dem steht Lim on off. Oh, was ist das? Limes. Lichtmaschine ausschalten. Ah. Ich hab gedacht, du kannst den Fluss an- und ausmachen. Vielleicht auch das. Das weiß man nicht. Entweder den Fluss oder die Unendlichkeit. Oh! Leute, wir dürfen uns nicht zu lange in so einem heißen Fahrzeug einsperren. Nee, gut, dass wir Klima haben. Und dann willst du machen wir an. Jo, Fliegen ist da echt günstiger, Alter. 150 Euro hin und zurück Flug. Das ist echt angenehm. Das ist super angenehm. Hätten wir nicht so viel Material mitgenommen, ja, hätte ich mal richtig gepackt. Ja, hättest du mal richtig gepackt. Dann hätten wir auch nicht so einen scheiß Sprinter gebraucht. Ja, ohne Witz. Aber nee, die Hälfte von dem Scheiß ist voll mit Andis Koffern. Schäbigen, ey. Von wo kommt ihr? Wir sind in Nürnberg gestartet. Nürnberg. So Leute, dann machen wir mal wieder ein Battle zwischen Markus und Steven, oder? Jo. Und euch. Wer wird die Runde kriegen? Markus oder Steven? Nice. Alter. Geil. Sieht man den Andi überhaupt? Sieht man Andis Fresse? Ja, ich glaube schon. Ja, man sieht mich so hinterm Chat. Okay. So ganz leicht. Gut. Außerdem möchte ich gerne die Stimme aus dem Off sein. Okay, seid ihr bereit? Hey. Ja. Wieso macht das nicht da? In der Nähe von Zirndorf. Zirndorf! Ah, Zirni. Bringst du Bier mit? Lebkuchen, Mann. No Device. Ich glaube, der will mir verarschen. Was? Ich wollte jetzt noch mit der linken Arm taub? Weil die Gesichtshälfte hängt. Ah, vergesst den Chat nicht, Herr Dr. Quizmaster. Alles klar. Ja, eben. Würdet ihr tanzen, wenn ich meinen Monitor mit Geld bewerfe? Niemals, weil ich sitze gerade. Welches italienische Wort bezeichnet ein gegen feindlichen Beschuss gesichertes Festungsgewölbe? Noch einmal. Welches italienische Wort bezeichnet ein gegen feindlichen Beschuss gesichertes Festungsgebäude? Castell. Was sagt der Chat? Ich weiß es. Italienisches Wort? Fuck, das kam safe in Assassin's Creed 1000-mal vor. 100%ig. Bitte? Ich bin nicht gut in Italienisch. Oh, Silip Banks hat Bastion. Oh. Aber ja. Das ist Italienisch.
Das ist nicht italienisch, das ist. Das ist Spanisch. Das ist Spanisch. Portugiesisch. Portugiesisch. Keine Ahnung. Bastion klingt französisch. Klingt ganz schön französisch, ja. Achso, Bastogne im Italienischen. Hä? Bastion. Okay, ich löse auf. Ja. Kase Matte. Noch nie gehört. Okay. Mein ganzes Leben, ne? Niemand hat einen Punkt. Niemand. 0, 0, 0. Oder Vespa. 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 Vespa ist immer gut. In welcher Kultur- und Glaubensgemeinschaft spielt der Golem eine Rolle? Hebräisch. Nochmal bitte was? Was hast du gesagt? Hebräisch, er sagt Jüdisch, das Gleiche. Ich würde sagen IT, aber. Weil das ist ja auch immer golem.de. Naja. Aber ist Hebräisch, das ist doch nicht der Glaube, das ist die Sprache. Warte mal, was hast du gesagt? Hebräisch. Was hast du gesagt? Jüdisch. Okay. Ja. Markus 1. Ja, Hebräisch ist die Sprache, ja. Marok hat es auch gesagt, aber ihr wart leider schneller. Ja, das ist fies. Pluspunkte. Okay. Schnelle Runde. Ja, okay. Leute, Finger auf die Tastatur. Bum, bum, bum. Welche Kunstrichtung wurde von Otto Dix, Vincent van Gogh und Edvard Munch vertreten? Surrealismus. Stopp nochmal. Was war's? Surrealismus hat er gesagt. Nee, welche nochmal? Otto Dix, van Gogh Kubismus. Und Munch. Munch war auf jeden Fall Surrealist. Kubismus. Pointillismus. Moment. Impressionismus. Expressionismus. Oh, ja, ja, ja. Expressionismus. Also Teil des Kubismus ist ja auch expressionistisch, aber ja, ja, ja. Also was ja, ist was jetzt? Ja, Expressionismus. Echt? Hm. Nee, Gogh doch nicht. Doch. Doch. Aber der war doch mehr kubistisch unterwegs. Van Gogh? Ja. Mit seinen Sternennacht. Ja, okay. Beides. Das ist, ja, okay. Ich meine, Kubismus ist ja ein Teil des Expressionismus. Ja, sicher. Okay. Chat war schneller. Expressionismus, Zocklabs, vollkommen. Marok auch. Ja, Zocklabs. Chat, also ihr beide wart schneller, ja. 1-0. 1-0, nein, 1? Wer war jüdisch? Du warst ja, jüdisch. Ja, ich war jüdisch. 1-1-0. Das ist fies, ich hab Delay. Dix war auch neue Sachlichkeit, genau. Ja, aber sorry, wenn du dich mit Patrick über sowas battlest, dann ziehst du nur den Kurz an, oder? Ja. Okay, Lieblingskategorie? Nee, noch nicht. Welche Art von Vergiftung ist eine Azidose? Säurevergiftung. Gibt es Säurevergiftung? Keine Ahnung. Das ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Der Chat darf natürlich auch noch. Azidose. Acid Dose. Acid LSD. Dose. LSD-Überdosis. Keine Ahnung. Paddy sagt Blutvergiftung. Mukoviszidose. Das ist genau. Okay, ich schau nach. Ach, eine Säurevergiftung. Ja. Okay, 1-1-1. So, Lieblingskategorie von uns allen wieder. Mode und Design. Nice. In welcher deutschen Stadt befindet sich das Red Dot Design Museum? Boah, keine Ahnung. Boah. Stuttgart. Berlin. Chat. Red Dot Design Museum. Stuttgart? Was? Nee, Stuttgart, Berlin. Stuttgart, Berlin, okay. Das könnte auch nach Hamburg sein. Das nee, aber jetzt, ich nehme jetzt einfach die erste eingeloggte Antwort. Könnte überall sein, einfach. Düsseldorf, Dresden, Essen, Essen. Es wird zweimal Essen gesagt. Okay, jetzt schaue ich mal nach. Es ist wirklich da, wo es gutes Essen gibt. Ja, die googeln doch alle. Nee, Essen. Krass, ihr habt Chat hat 2. Der Chat googelt. 2-1-1 oder was? Ja, 2-1-1. Nice. Okay, wir sind bei Essen und Trinken. Nice. Ich dachte, wir waren gerade bei Essen. Wir waren bei Mode und Design, meine Freunde. Achso, aber bei Essen. Jetzt sitzt ihr. Achso, hat ein bisschen lang gedauert, nee. Ja, dann schauen wir, was du nicht herausfordern mit solchen Sprüchen. Welche exklusive Speise trägt die lateinische Bezeichnung Ostrea edulis? Kaviar. Oder Straußenei. Silly Ben sagt, ich soll jede Frage mit Okay Google starten. Gar nicht dumm. Okay Google,
Welche exklusive Speise trägt die italienische Bezeichnung Ostrea Edulis? Straußenei. Das ist gut möglich, ja. Also was sagt ihr? Ich sag Straußenei. Klar, aber er hat recht. Die Auster. Ah, Mist. Ah. Die Auster, meine Freunde. Das andere ist so ähnlich klingt. Ja. Ich dachte an Ostrich. Silitberg weiß es schon. Ah. Okay, ja, hier, Chat, okay, Chat kriegt 3. Okay, Google, Handy ausschalten. Okay, Google, Selbstzerstörung einleiten. Fuck, weißt du, wie viele Zuschauer haben wir gerade verloren? Okay, Andras Schlotz. Andras Schlotz macht weiter. Für welchen Film aus dem Jahr 1999 erhielt Michael Caine einen Oscar? Für welchen Film aus dem Jahr 1999 erhielt Michael Caine einen Oscar? Michael Caine 1999. Was hat Michael Caine gemacht? Michael Caine war Alfred in den neuen Batmans. Oh. Wofür könnte der einen Oscar bekommen haben? Für alles, was er jemals gemacht hat, Mann. Ja. Für sein Lebenswerk. Keine Ahnung. Ja, für Alfred in Batman? Das habe ich 1990. Für Titanic? Avatar? Kommt 1990, was waren denn da für krasse Filme? 99, Matrix. Was? Da war er nicht drin. Herr der Ringe, war nee, kam, nicht kam später. Kam später. Tarzan? Marok? Nee. Niemals. Also, wenn das Tarzan ist, dann fress ich einen Besen. Tarzan 1990? Nee. Jumanji? Okay, schau nach. Wie Schuppen von den Augen, sag ich euch. Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Wie Schuppen von den Augen, keine Ahnung. Okay, wir sind in der Geografie. Yes. Ja. Es kann sein, dass wir gleich abbrechen übrigens. Ja. Wir fahren gerade durch den Tunnel durch. Schauen wir mal, was die... Sagt mir bitte alle 3 Sekunden Luku. Luku. Wenn wir noch da sind. 1, 2, 3, Luku. 1, 2... 3, Luku. 1, 2, 3, Luku. Komm, nichts. Doch, Marok sagt, dass er den Film nicht kennt. In welchem Teil Spaniens liegt die Stadt Guernica, nach der Picasso eines seiner berühmten Gemälde benannte? Was, in welcher Stadt? In welchem Teil Spaniens? In welchem Teil Spaniens? Ich weiß nicht, wie die Teile Spaniens heißen, Leute. Gibraltar. Im dritten. Guernica. Das ist dieses Bild, wo... die Schlacht dargestellt wird, oder? Selbst wenn du mir ganz genau sagst, von Guernica. Was, wie, was und wo. Ich habe schon mal gehört, Guernica. Das kennt man. War doch die Deutschen da, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie sowas, also das ist ein sehr blutrünstiges Bild, bilde ich mir ein. Keine Ahnung. Patrick, schnell! Patrick, Guernica, wo ist, in welchem Teil Spaniens liegt es? Ich glaube im Osten. Help us, Obi-Wan Zoknobi. You're our only hope. Okay. Ja, da kommt was. Vizcaya, Katalonien. Sagt er. Ja, aber das ist die einzige. Ist das echt in Katalonien? Ist das da oben? Jetzt hör halt auf, hier so rumzuwackeln. Hey. Mann. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man eine Hand dazu nicht sieht. Genau, spanischer Bürgerkrieg, deutsche Bombardierung der Stadt. Genau, ja, kein Plan wo. Alles klar, danke, Patrick. Okay. Also, im Baskenland natürlich. Im Baskenland natürlich. In den nordischen Freiheitskämpfern im Baskenland. Das hätte ich auch sagen können. Weil ich frage ja keiner. Geschichte, beste Kategorie ever. Juhu. In welchem Jahr besetzte argentinische Truppen die Falklandinseln? In welchem Jahr? In welchem Jahr? Aufs Jahr genau. Nicht mal Jahrzehnt oder Jahrhundert? 1876. 1857. Was sagt der Chat? Argentinische Truppen auf den Falklandinseln? Okay, Google. Ich weiß schon, dass es andersrum funktioniert eigentlich. Also. '82. Okay, ich schau nach. Und? Lorek? Ja, Google. Lorek? Googlest du? Soll nicht googeln. Du sollst nicht googeln. Erstes Gebot.
Du sollst beim Zocken nicht googeln. Hast du gegoogelt? Ich bin für die Todesstrafe. Ja. Auf Google in einer Kiste. Lorik wird jetzt gleich mal gekickt. Nein, nein, nein. Ja, egal, weiter geht's. Weiter geht's, okay. Ich habe einen cleveren Bursche. Wir sind bei Gesellschaft. Hast du Nö, aber ich bin alt. Krass, okay. Lorik hat's mitbekommen, live. Okay, wir glauben dir. Okay, dann hat der Chat jetzt 4 Punkte. Ja. Welcher Begriff bezeichnet den Prozess der zunehmenden internationalen Verflechtung aller gesellschaftlichen Bereiche? What in... Internationalisierung. Nee. Welcher Begriff bezeichnet den Prozess der zunehmenden internationalen Verflechtung aller gesellschaftlichen Bereiche? Globalisierung. Globalisierung, ja. Sie hat recht. Das ist die Globalisierung. Ja. Das ist ganz schön krass ausgedrückt für so einen einfachen Begriff. Ja. Ist es richtig? Ja. Ja, wer hat es? Steve. Okay. 1-2, oder? Ne, 1-3? Ne, 1-2, glaube ich auch. Ne? 1-2. Globalisierung, ja. Aber leider war es Steve vor euch da. Ja. Hätte jetzt zuerst gesagt, nein, hat er nicht. Hat sie nicht, hat er es nicht, hat er nicht. Man weiß es nicht. Hat irgendjemand nicht. Ist mir egal, nicht. Liste diese scheiß Baustelle vorbei, ey. Oh nein, wie das gebaut? Zwei Hanseler, die jetzt gerade eben Hüte aufstellen. Ja, Pionen. Ja. Firma Stier und Schau. Löscht euch einfach. Oh, leck, das sieht aber lässig aus, wenn da draufsteht. Ja, und das Ding so zwirbelt. No. Habt ihr diesen Tweet gesehen? Da hat einer so einen Rucksack gepostet. Alter. Der so hoch und runter rutscht. Ja. Super, ey. Sieht voll aus krass. Wie ein Lack halt. Sieht aus wie falsch geparentet. Ja. Die Werbung bekomme ich auch die ganze Zeit auf Instagram für diesen scheiß Rucksack. Echt, ja? Die ja, ganze Zeit. Ja. Krass, ich glaube, ich kaufe mir den. Was? Nein. Das sieht voll geil aus. Ich glaube, das bringt schon was. Glaube ich auch. Der ist halt hart woanders geparentet. Ja. Aber du schleppst ja dann den Motor und was weiß ich alles das mit. Das ist kein Motor. Das ist wie bei der Sandycam, glaube ich. Ah, okay. Okay, wir sind die Pixelmaniacs. Zuerst gehört bei den Pixelmaniacs. Aber wir haben Punkt für mich, oder? Ja. Genau, wegen der Globalisierung. Jetzt sind wir in der Literatur. Ja. Yeah. Wirklich voll gut. Echt. Tu es! Tu es! Wer schrieb das Kinderbuch Mio, mein Mio? Noch nie gehört. Ist das der Limo? Ja, das ist Martin. Martin. Mio, Mio, Martin. Mio, mein Mio. Alice Kaut. J.K. Rowling. Wer schrieb das Kinderbuch Mio, mein Mio? Mio, mein Mio und die Kammer des Schreckens. Okay, Google, mach Google aus. Astrid Lindgren. Ja! Mist, das hätte ich als zweites getippt. Nicht schlecht. Gifmo, nicht schlecht. Du hast im Chat einen Punkt geholt. Das heißt 5-2-2. Jo, okay. Jetzt hat wieder Medien und TV. Mhm. Welche ZDF-Sendung moderierte Günther Jauch 1988 bis 1997? Günther Jauch, ich kenne nur von Spiegel TV. Ich kenne nur von Werbemühle. Spiegel und Werbemühle, ja. Aber ich... Nee, Stern TV. Stern TV, ja. Ach, Stern TV war es, ja. Boah, ich habe so ein Bild im Kopf, wo er noch ganz jung war. Formel 1, Wetten, das? Nee, Wetten, das war... Nee, das Sportstudio, ja, habe ich mir auch vorhin schon überlegt. Boah, weiß nicht. Hey, die Baustelle ist vorbei! Yay! Yay! Nee, ich passe, keine Ahnung. Steve? Das aktuelle Sportstudio, Lorek, du krass. Bist krass halt einfach. Alter. Alter, Alter, Sack. Ja, heute 88. Alter, Sack. War ich minus 5. Wir sind bei Musik. Okay. Justin Timberlake. Welche griechische Sopranistin... Justin Timberlake. ...gilt als die bedeutendste Opernsängerin des 20. Jahrhunderts? Maria Papadopoulos. Ich sag... Natalos Papadopoulos. Chat? Ich möchte meine Antwort ändern auf Natula. Daphne. Daphne. Megara. Okay.
Maria Callas. Ah, Maria war richtig. Maria war schon mal richtig, ja. Halber Punkt. Ist das da vorne schon Frankfurt? Nee. Das sind drei Punkte. Eine Stadt. Richtig, ein Punkt. Ist die Qualität jetzt so schlecht oder was? Oh nein, echt? Anscheinend sollten wir wieder langsam fahren. Oh nein, Brückeninstandsetzung. Was? Wir haben ein Schild. Baustelle! 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 Jo, da ist wieder das Schild. Alter, löscht euch halt einfach. Doch, oder? Wir sind bei Frankfurt. Frankfurt. Wir sind bei Aschaffenburg. Oh, wo soll ich? Soll ich hier bleiben oder ja, soll ich ja, Frankfurt? Frankfurt. Fürstendürsten. Okay, welches Tier nimmt in seinem ersten Lebensjahr am meisten zu? Der Elefant. Der Blauwal. Oh, Mist, der Sonnenbrille. Was sagt der Chat? Aber nein, es ist beides zu. Ja, beides zu massiv. Also, ja. Welches was, Tier was nimmt in seinem ersten Lebensjahr am meisten Ameisen zu? Ja, genau. Oder der Zwergkaninchen oder sowas. Der. Wie heißt der Käfer? Der Bärenkäfer oder so? Das Borkenkäfer. Nee, da gibt es so ein. Ach, der mit dem Garn vorne? Nee, so ein ganz kleines Viech, das auch so ein Wunder der Wissenschaft ist, weil es auch Dürreperioden übersteht und blau. Pantoffeltierchen. Ah, danke. Ich glaube, das liegt nicht so lange. Der lebt ewig. Okay. Ja, wir würden gerne auf ein kaltes Bier vorbeikommen, aber dann können wir nicht mehr weiterfahren. Ja. Wo denn? Was sind wir? In Aschaffenburg. Aschaffenburg. Der Igel, der Wal, das Nilpferd, das Meerschweinchen, die dicken Kinder auf der Landau. ne, aus Landau. Ja, löse auf. Okay, ich löse auf. Der Blauwal. Yes! Ah, Mist. Markus hat's. 2-2-5. Oder wie viel hat er schon? 6 gleich mittlerweile. Ne, 5. Oder 6? Ne, 5. 5. Okay, wir sind bei Naturwissenschaft. Okay. Quarks. Welche Explosion. Welche außeruniversitäre Forschungseinrichtung verbirgt sich hinter der Abkürzung MPI? Boah. Massachusetts Physics Institute. Der Eisdealer sagt, dass wir noch ein Eis bei ihm bekommen könnten. Alter. Eisdealer, wo ist dem Eisdealer? Die Eisdealer. Das ist lustig, weil er Eisdealer ist. Er ist ja Eisdealer. Ja, hat er auch eine Eisdealer. Das ist der Joke. Das ist der Joke, ja. Du musst auf Twitter mal ihm folgen, dann siehst du jeden Tag eine neue Eiskreation. Wirklich? Ja? Geil. Ziemlich geil. Das muss ich echt machen. Okay, was? Max-Planck-Institut. Fuck. Oh. Wirklich? Warte mal, wirklich? Ja, safe. Es ist das Max-Planck-Institut, Alter. Wer war's? Ja, wer kürzt das bitte so ab? Onkel also halt Crazy war's. Krass. Nicht schlecht halt. Mann, ey, echt. Aber ich hab's auch Englisch vorgelesen, oder? MPI. Ja. Nee, MPI. Nee, ist egal. Ja, aber ich hab noch nie die Abkürzung gehört. Nee, echt nicht. Also Max-Planck-Institut, ja. Kennt man, aber die Abkürzung, keine Ahnung. Okay. Meschede, wo ist denn Meschede? Meschede? Kommen wir da vorbei, wenn wir von Nürnberg nach. Wo ist denn das Sauerland? Ich hab keine Ahnung. Wo ist denn das Sauerland? Ich bin. Das weiß man, das ist technisch nicht möglich, das zu wissen. Die deutsche Geografie bin ich so schlecht. Ich auch, ganz schlimm, ey. Ja, gib ihm nächste Frage. Welche nordische Partei gilt als politischer Arm der IRA? IRA. Welche nordische Partei gilt als politischer Arm der IRA? Nordirische. Ja, nordisch. Nordirische. Was? Nordische oder nordirische? Nordirisch. IRA. Ich dachte gerade, IRA. Ja. Boah, keine Ahnung, wie die Partei heißt. Die Labour Party. Ist ein Umweg für euch? Na, ich glaube, Umwege machen wir heute nicht mehr, also wenn es weiter so schleppend vorangeht. Aber danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Aber ich weiß nicht die Antwort. Also es ist die Sinnfein. Ja, keine Ahnung. Mit. Oh, ey, ist schon wieder Sport und schon wieder ist eine Fußballfrage. Ey, es gibt ja keinen anderen Sport als Fußball. Ey. Was mit E-Sports? Oder? Oh, Vorsicht, da vorne steht jemand. Chaputa. Chaputa. Chaputa, Junge. Glaubst du, es würde hinbekommen? Weiß ich. Ich glaube nicht, sonst würde er 10 Meter das passt schon. Passt schon. Alles gut bei dem. Wie heißt der 2006 verstorbene Mannschaftskapitän der ungarischen Wunderelf? Was? Miroslav Dokostov. Fast? Nee, ich habe nicht mal nachgeschaut, ich weiß nicht. Mirko Krokjev. Krokjev? Ich löse auf. Ja. Also es war auf jeden Fall die Mannschaft, die 1954 gegen Deutschland gespielt hat. Ja. Aber keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ferenc Puskas. Ja, fast. Na dran. Mirko Krupke, ist doch... ist auch ein Name. Ist auch ein Name. Wie nennt man eine... Ach, auch Buchstaben drin. Hey! 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 Bist du nicht so? Warum bist du nicht so? Einfach nicht so jetzt. Wie nennt man eine beschönigende Umschreibung für einen unangenehmen Sachverhalt? Wow. Das. Ich mal die Frage zu dir. Also ja. Er hat vollkommen recht. Ja, er hat vollkommen recht, ja. 3, 2, 5, 6, whatever. 2 Stunden Umweg für euch ab Frankfurt. Ah, ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Chris ist eine halbe Stunde in Köln. Chris ist eine halbe Stunde in Köln. Yeah. Bei unserer. Das soll schon mal den Schlüssel vom Airbnb organisieren. Bei unserer World Tour. Dann kommen wir doch vorbei. Auf jeden Fall. Stimmt. Also ich bin mal von der Uni nach Hause gefahren. Und war vor mir ist jemand gefahren, war halt ein Kumpel neben dran. Und dann ist vor uns jemand gefahren und dann einfach auf der Autobahn mitten beim Fahren. Macht es plötzlich. Der ist echt schlecht. Ich bin dafür, dass er an diese beantworten muss. In welchem Jahrzehnt wurde das erste Harley-Davidson-Motorrad gebaut? Ja, 1952. Die wollen echt das genaue Jahr? Was ist denn los? Jahrzehnt. Okay, 50er. Ich sag 60er. Boah, nee, noch früher. Nee, früher wahrscheinlich. Ey, Alter, die sind doch schon im Weltkrieg gefahren. Ja, 20er. 30er. 30er Loks ein. 30er Loks ein? 20er ja, Loks ein? Was sagt der Chat? Noch früher, 1916. Sagt 26. Das war sehr tief. Ich bin zuversichtlich. In den Nullern. Alter. 1900. Krass. 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 Schon eine lange Geschichte, schon ziemlich lange im Vergleich zur amerikanischen Geschichte. Ja. Fast die Hälfte. Und jetzt kommt Trump und scheiß drauf. Ja. Okay. Letzte Frage in dieser Runde. In welcher Stadt wurde 1710 die erste Porzellanmanufaktur Europas errichtet? In welcher Stadt? Oh. Porzellanmanufaktur Europas. Die erste. Komm Leute, das wisst ihr. Prag. In welcher Stadt wurde die erste Porzellanmanufaktur Europas gegründet? Prag. Prag? Ja. Prag, die Porzellanstadt. Ja. Also Porzellan kam ja aus China. Richtig, ja. Das heißt, es muss irgendwo was sein, was irgendwie chinesische Handelsstraße, blablub. Aber wahrscheinlich Landweg. Ja, oder? Oder Schiffweg. Stopp. 1710. Manufaktur, ja. Ja. Aber man muss ja das Wissen transferieren. Man muss ja das Wissen irgendwie transferieren. Also, Venedig. Ne, die haben eher Glas. Die haben Glas, ne? Ja. Ich habe auch nur entweder Glas oder Stahl oder sowas im Kopf. Aber Porzellan habe ich keine Ahnung. Gifmo, danke fürs Abo! Wupp, 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 wupp. Vielen Dank. Der Stream leckt heute ein bisschen, weil wir unterwegs sind, Leute. Leckt. Ich schau mal nach. Ja, schau mal nach. In Meißen natürlich. Meißener Porzellan kennt man. Sag ich doch, aber ja. Ja, ist nicht so mein Fachgebiet. Porzellan ist nicht dein Fachgebiet? Ich stehe nicht so auf Porzellan. Echt? Ich hasse Porzellan. Ich habe emailliertes Geschirr für mein Homo-Geschirr. Das geht nicht.
kaputt. Das ist nicht praktisch. Das Schlimmste, was jemals, wofür Porzellan jemals verwendet wurde, sind Puppen. Stimmt. Porzellanpuppen. Stimmt. Leute, was heißt die Zahlen? Was heißt die Zahlen? Achso, das ist noch Harley Davidson. Gott sei Dank hinten dran. Oh shit. Oder wir sind hinten dran. Oder wir sind zu weit. Ja. Ja, scheiß mir halt auf die Windschutzscheibe. Scheiß mir zurück. Hey. Warte mal, Ben hat noch irgendwas geschrieben. Okay, cool. Alter, 1003. Bla 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 bla. Okay. Meißen, alle wissen es, Meißen. Ey Leute, ihr kriegt einen Punkt. Ihr seid einfach viel zu clever. Dies, ja, wir haben echt clevere Leute. Wir sind echt dumm. Wir sind echt dumm, aber wir haben auch kein Google benutzt. Das stimmt. Locker haben die alle Google benutzt. Ja. Locker. Locker. Also ich fühle mich nicht so dumm, weil ich benutze ja kein Google. Ja. Ich bin ja nicht so einer. Eben. Ich würde ja lieber ehrlich verlieren als Alter, ehrlich gewinnen, gell? Da war es E-Corp-Symbol. Das ist der Roboter. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist super. Das ist eine Speditionsfirma. Ja. Aber wenn man genauer hinschaut, sind es zwei E's. Ja. Leider. 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 Jetzt sind wir aber safe bei Frankfurt, oder? Weil hier die ganzen Flugzeuge rum sind. Frankfurt immer noch geradeaus. Offenbach. Auch Offenbach und Frankfurt liegen doch aneinander. Obertshausen, da liegen Kissen übrigens. Ist Offenbach nicht hier. Kickers Offenbach. Ja, sehr gut. Fußballverein. Ja. Ja. Wollen wir uns kurz darüber unterhalten, warum Kissen auf der Autobahn lag? Ja, vielleicht war er müde. Und dann war es nicht mehr und hat es ausgekissen. Kissenschlacht. Ich bin jetzt fertig, ich will schlafen. Für immer. Beleidige mich nicht mit diesem Kissen. Oh, das ist der lange Message. Hello. Hello. We are helping us. Was? Ciao, Typ. Ciao, Typ. Ciao. 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 Okay, ciao. Einer? Okay, ciao. Gibt es eigentlich noch ein Getränk? Ja, wir sollten mal vielleicht anhalten, mal kurz. Anhalten, mal kurz. So 24 Kilometer bis Frankfurt. Beim nächsten Rastplatz bitte mal ganz kurze Rast machen. Gut, dann können wir uns ein Getränk von hinten schnappen. Jo, der Cheddar, der hat mir echt jegliches ja, ultra. Flüssigkeit ja, aus dem Maul gesaugt. Die sind leider ein bisschen warm, glaube ich, die Getränke. Ja. Jo. Ich hätte kaltes Bier da, aber ich glaube, das fällt uns lieber noch nicht rein. Nee, ich glaube, wenn wir angekommen sind. Ja, ja, Mann. Das ist richtig geil, schön gemütlich. 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 Gell? Offenbach, Gangsterviertel. Ja, Offenbach ist doch auch hier Dance zu Hause, oder? Oder war das mal? Kaffeekind. Echt? Ich bild's mir ein. Das kann sein. Ah, Dan. Ich hab Dance verstanden. Dance zu Hause, Dan. Jetzt. Dance. Dan Apostrophe S zu Hause. Ich hab Dance. Das Tanzen, ja. Oder so. Das Dance zu Hause. Achso, wir gehen aus Tanz zu Hause. Ja, genau. Ja, genau. Oh, Leute, die deutsche Sprache, ne? Das ist sehr ambivalent. Ja. Ja, aber ist so im England aus. Ja, ist es ja. Dancehall. Ja, also du tanzt zu Hause jetzt. Halt. Ja. Oder hast du ein tanzendes Zuhause? Ne, du wärst ein Dancing auch. Ja. Aber wenn du in Danzig wohnst, hast du ein boy. Dancing auch. Oh boy. Jetzt wird's Action. Nein? Nee. Boah. Ey, wie viele Flugzeuge? Schaut sich an. Ja, was hier, Frankfurt? Zwei. Was? Ja. Zwei Flugzeuge. Krass. Das waren vorhin schon drei. Wahnsinn. Hast du schon mal so viele Flugzeuge gesehen? Ey, zwei Stück. Da. Hast du schon mal zwei Flugzeuge gesehen? Ihr seid solche Shit nie, die sehe ich. Dietzenbach gesperrt. Ey, bei uns, wenn du dich am Flughafen hockst, dann siehst du jede Stunde ein Flugzeug runterkommen. Ja, das stimmt. Runterkommen klingt falsch. Ja. Ja. Landen. Aber also letztens auf der Fränkischen war, da kamen schon viele Flugzeuge vorbei. Ja, war schon. Auch schon die großen, ne? Ja, ja. Passagiere, ja. Geht schon was. Geht schon. Das ist in den Flitterwochen war das Hotel war irgendwie 10 Kilometer vom Flughafen weg. Ja. Ist auch die ganze Zeit sind die Flieger so riesengroß. Nein, so ich glaube, das ist auch Kennt ihr den Flughafen, wo die ultra nah ja, an der Straße fliegen? Ja. Was warst du da? Da war ich schon mal, ja. Mann. Das ist in der Karibik, ist das. Ja, genau. Krass. Ziemlich dope. Können wir kurz darüber reden, dass die Städtenamen in der Karibik
super krass nicht karibisch klingen. Havanna. Nassau. Nassau? Klingt, als wäre es in fucking Österreich, Alter. Ja, stimmt. Oder im Osten. Im Osten, ja. Aber wo ist denn Nassau? Nassau ist irgendwo in der Karibik. Echt? Ja. Marok frühstückt jetzt. Geil. Wann bist du denn? Lass dir schmecken, Marok, du faules Stück. Denn? Wir hatten schon viele Frühstücke heute. Ja. Wer ist mit dem zweiten Frühstück so langsam? Oh ja. Ein Würstchen, Speck, Eier, Tomaten. Oh fuck, ich wollte noch die Pfannen einpacken. Egal. Das Pfannen? Ich habe zwei Pfannen bei mir daheim ausrangiert, aber ich kann sie nicht in den normalen Müll werfen, weil die kommen da nicht rein. Aber ich fahre nicht wegen zwei Pfannen zum Recyclinghof, deswegen habe ich mir gedacht, safe, nehme ich sie mit und lasse sie im RBB liegen. Die freuen sich. Ja. Ja, leider nicht safe. Ja, ist verkackt jetzt. Ja. Schade, gell? In meiner Wohnung in Nürnberg habe ich auch jedes Flugzeug gehört. Yo. Wie geht's an Italiener? Was? Zwei Stunden, so geht's noch. Geil. Moraje. Was? Nee, Moraje. Mora? Morai? Moraje. Da PC Heinbach. Hi. Fahren wir kurz raus. Alles gut? Trinken was. Yes. Was? Aus wo? PC. Also ein Kilometer. Ja, nicht aus dem PC. Ist ja eklig, ne? Ich will doch nicht dein Hund. Ich will doch nicht im Büro. Was haltet ihr eigentlich von einem Bürohund? Ich bin so davon dafür. Safe dafür. Nice. Wenn ich ihn danach mit nach Hause nehmen darf? Bitte? Wenn ich ihn danach mit nach Hause nehmen darf? Du darfst mit zu mir nach Hause kommen. Genau, wenn du mit zu mir nach Hause kommst. Aber ich mache mir jetzt ein Wettrennen. Wer zuerst einer hat, oder was? Ja, ich muss sagen, beim Steve wäre am besten aufgehoben mit Garten und so. Das ist auf jeden Fall, ja. Aber ich bin sehr stark dafür. Ja, nice. Finde ich auch gut. Heinbach. Und was wird's für einer? Schon was Größeres, oder? Ja, schon. Ich hätte gerne einen tschechoslowakischen Wolfshund. Hier oh, leck. Einen tschechoslowakischen Wolfshund? Ja. Meine Oma kam aus der Tschechoslowakei. Das ist ein Hype. Ey, sorry, tut mir leid. Was? Mit dem Namen. Was? Moraje. Dass ich das so gar nicht auf gebacken bekomme, das ist irgendwie ganz komisch. Was ist denn jetzt los? Safe kommst du durch. Jetzt fährt er auch noch rückwärts. Ey, der Baller. Spacken, Alter. Die nächste raus, oder? Die nächste raus. Ach, schau mal, das Auto da hinten an. Okay. Oh, Alter! Das hätte ich sehen müssen. Das war kaputt. So. Antiklimatisch die Geschichte irgendwie. Dankeschön, Patrick. Wir sehen uns morgen, oder? Bis morgen. Patze! Alles gut. Patze, bis moin. Komm gut rein. Ich verstehe, du fährst um 11. Ah, du fährst mit Ben und so, gell? Ja. Schlüssel? Ben auch wenn er uns unterstützt. Soll ich auch noch was sagen?